Ein herzliches Guten Morgen allerseits. Schön, dass ihr da seid. Danke, dass ich dabei sein darf und einige Worte beitragen darf zur Begrüßung. In einer der Ankündigungen heißt es, das Undenkbare denken. Daraus ergeben sich Fragen. Was ist das Undenkbare und was ist das zu Denkende? Jeder wird eine andere Antwort haben auf die Frage nach dem, was er für undenkbar hält und nach dem, was er für denkbar hält. Jeder Einzelne eine andere Antwort. Wie finden wir eine gemeinsame Antwort? Ich denke, nur dadurch, dass wir ob einzeln oder im kleinen oder auch schon größeren Kollektiven eintreten für das jeweils Erkannte. Konkret eintreten durch praktisches Handeln, ob im Betrieb, ob in der Gewerkschaft, ob im Stadtteil, ob für Rentner, für Alte, für Kinder, wo auch immer. Eine Wahrheit, für die wir nicht eintreten, ist keine Wahrheit. Ich war im vorigen Jahr, einige von Ihnen wissen das oder von euch wissen das, in Sur, in Diyarbakir. Da war eine Versammlung von Müttern. Müttern im Hungerstreik. Unsere Frage, wofür streiken sie? Die Antwort war gegeben aus vielen Bildern, abgebildet in großen Fotos an den Wänden des Raums. Etwa 60, 70 Meter darin. Für die Herausgabe der Kinder. Das wäre nachvollziehbar gewesen. Nein, es war ein Hungerstreik zur Herausgabe der Leichname ihrer ermordeten Kinder. Welche Antwort geben wir diesen Müttern? Welche Erklärung? Wie motivieren wir sie, mit uns das Richtige zu tun? Wie motivieren wir uns, an ihrer Seite das zu vertreten, was Ungeheuerlichkeiten, Unrecht und Leiden wie dieses verhindert? Warum die Krieg? Ich selber bin Kind des letzten Krieges, des Zweiten Weltkrieges. Und habe etliche Kriege seitdem leider miterleben müssen. Die Kapitalisten wollen keinen Krieg, hat Bertolt Brecht gesagt. Die Kapitalisten wollen keinen Krieg, sie müssen ihn wollen. Und daraus die Frage, warum? Ich kann nur Denkanstöße geben. In dem Maße, wie sie in die Krise geraten, so ist der vorige Weltkrieg entstanden und so bahnt sich der drohende jetzt heute eine Frage, die uns alle bewegt, so bahnt er sich an. Die Krise des Kapitals, die sich permanent steigert, zwingt sie nach Auswegen zu suchen. Und es gibt nur zwei. Ich zitiere einen Satz aus dem Kommunistischen Manifest. Wodurch überwindet die Bourgeoisie die Krise? Einerseits durch die erzwungene Vernichtung einer Masse von Produktivkräften, also Zerstörung von Produktionsstätten, Opel schließen und andere Werke. Andererseits durch die Eroberung neuer Märkte und die gründlichere Ausbeutung alter Märkte. Wodurch also? Dadurch, dass sie allseitigere und gewaltigere Krisen vorbereitet und die Mittel, den Krisen vorzubeugen, vermindern. Gründlichere Ausbeutung vorhandener Märkte, alter Märkte, erleben wir täglich. Deutlichere Antworten als wir könnten beispielsweise die Menschen in Griechenland geben. Eroberung neuer Märkte, das ist das, was sich anbahnt mit den Kriegen in Nordafrika, vor allen Dingen im Nahen Osten. Das, was droht,
mit der Auseinandersetzung zwischen den USA und Russland, zwischen den USA und China. Wir wollen nicht spekulieren, ich will jetzt nicht spekulieren, worauf das hinauslaufen kann. Aber die entscheidende Frage, auch der Rechtsentwicklung, die müssen wir uns stellen. Warum die AfD hier? Warum Trump in den USA? Warum Erdogan in der Türkei? Warum der Vormarsch von Le Pen und von Wilders in den Niederlanden? Warum? Woher diese Rechtsentwicklung? Woher diese Irreführung der Menschen? Und darauf Antwort, Versuch einer Antwort mit Bertolt Brecht. Die große Wahrheit unseres Zeitalters, mit deren Erkenntnis noch nicht gedient ist, ohne deren Erkenntnis es aber keine andere Wahrheit von Belang gefunden werden kann, ist es, dass unser Erdteil in Barbarei versinkt, weil die Eigentumsverhältnisse an den Produktionsmitteln mit Gewalt festgehalten werden. Ich schiebe hier zwei Sätze ein. Wir müssen uns nicht den Kopf zerbrechen, warum Herr Trump wie Herr Trump und warum die Erdogans wie die Erdogans sind. Wir müssen fragen, warum handeln Sie auf Ihre Weise als sozusagen Vertreterinnen und Vertreter Ihrer Klasse? Recht weiter, was nützt es da, etwas Mutiges zu schreiben, aus dem hervorgeht, dass der Zustand, in dem wir versinken, ein barbarischer ist, was wahr ist, wenn nicht klar ist, warum wir in diesen Zustand geraten. Und jetzt kommt's. Wir müssen sagen, dass gefoltert wird, weil die Eigentumsverhältnisse bleiben sollen. Sagen, dass gefoltert wird, weil die Eigentumsverhältnisse bleiben sollen. Freilich, wenn wir dies sagen, verlieren wir viele Freunde, die gegen das Foltern sind, weil sie glauben, die Eigentumsverhältnisse könnten auch ohne Foltern aufrechterhalten werden, was unwahr ist. Wir müssen die Wahrheit über die barbarischen Zustände in unserem Land sagen, dass das getan werden kann, was sie zum Verschwinden bringt, nämlich das, wodurch die Eigentumsverhältnisse geändert werden. Das, denke ich, ist die eingangs gestellte Frage nach dem Zudenkenden, nach dem Ungedachten. Diese Antwort vom Einzelnen ins Kollektive zu finden, zum gemeinsamen Handeln, das, denke ich, ist die Frage, vor der wir stehen, nur eine Antwort, für die wir eintreten, kann zur Wahrheit werden. Zum Schluss ein etwas ermutigenderes Zitat. Meine Überzeugung mit Brecht, es wechselt die Zeit. Die riesigen Pläne der Mächtigen kommen am Ende zum Halt. Und gehen sie einher auf die blutige Hände. Es wechselt die Zeit. Da hilft kein Gewalt. Und die letzte Zeile können wir alle am Grunde der Moldau wandern die Steine. Es liegen drei Kaiser begraben in Prag. Das Große bleibt groß nicht. Und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden. Dann kommt schon der Tag. Ich wünsche euch eine wunderbare Tagung. Danke, dass ihr da seid.